Worte. Es geht los auf der Agritechnica 2019. Wir starten bei der Firma Continental. Und jetzt sagen natürlich alle, oh Mann, bei Conti anfangen. Das müsste ja bei John Deere losgehen. Keine Sorge, in 2 Minuten ist es soweit. Dann geht es auch bei John Deere weiter. Wir gucken uns hier ganz kurz mal an, was für Reifen die haben. Denn ihr wisst es ja schon, unser 7810 hat coole Reifen, die wir entsprechend noch weiter im Video zeigen werden. Und hier geht es jetzt mal in die Details, was es für neue Produkte gibt. Neben dem typischen Design, was du auch bei dir auf dem 7810 hast, haben wir ganz neu unseren Vollfrachtermassa Hybrid. Ihr seht, anderes Design. Das heißt, wir haben hier in der Mitte deutlich engere Übergänge, viel angenehmer Fahrkomfort auf der Straße, perfekt für Lohnunternehmer, wechselnde Anwendungen Feld und Straße. Deutlich breiterer Stollen, mehr Traktion auf dem Feld, mehr Aufstandsfläche. Sensor Connect, du hast jetzt schon mal die auf dem 7810. Dieser Reifen hat immer einen Sensor drin, der immer Druck und Temperatur misst. Okay, und das heißt, ich habe ja in allen 4 Reifen quasi die Sensoren drin, das sieht man jetzt hier quasi drauf. Ich habe ja so ein Display entsprechend auf der Kabine, da kann ich entsprechend aber einsehen, was passiert. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem Display auf der Kabine und dem, was ich jetzt hier sehe? Warum habe ich denn nicht so ein schickes iPad? Genau. Du hast hier das Display auf dem Trecker verbaut, weil dein 7810 natürlich damals noch kein eigenes Display verbaut hatte. Wir können das Ganze auch über einen CAN-Bus auf das normale Trecker-Display holen. Ah, okay. Oder über Conti Connect, über das Webportal, die Daten online stellen und dann uns von zu Hause über unser Telemetriesystem angucken oder natürlich einfach über das Smartphone angucken. Fertig. Nachdem wir bei Conti gewesen sind, sind wir jetzt rüber hier zum John Deere Stand gegangen, mal hier auf so einer kleinen Empore, damit man ein bisschen rüber gucken kann. Ihr seht schon hier sehr, sehr viele neue Modelle, entsprechend mit dem neuen Design. Wir haben hier vorne den 8RX, dahinter steht noch ein 7R, neues Design, das werden wir uns gleich mal ein bisschen genauer anschauen. Und drüben haben wir hier natürlich auch den neuen 8R und die RT-Raupen-Variante. Richtig cool eigentlich, was John Deere dieses Jahr gebracht hat hier, auch vor allen Dingen gerade mal sichtbare Neuheiten, nicht nur, sage ich mal, neue Motoren und Abgasnormen, sondern auch wirklich mal richtig neue Modelle. Da hinten seht ihr quasi den neuen 6M, da stehen ein paar von denen, die haben wir euch ja quasi schon im POV-Video und auf dem Acker während der Arbeit gezeigt. Da werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr weiter drauf eingehen, aber die neuen R-Modelle schauen wir uns an, bevor es dann weitergeht zur nächsten Marke. Da haben wir uns jetzt hier mal ein bisschen an den 7R rangerobbt. Kann hier schon mal sehen, ein bisschen weiterentwickelte Technik bei der Vorderachse entsprechend, und hier sieht man natürlich auch im Detail schon mal das neue Design an der Kabine, am Kabinendach. Wir sehen da die neuen Scheinwerfer, die nicht nur cool aussehen, sondern entsprechend auch deutlich mehr Ausleuchtung bieten sollen. Natürlich auch diese grünen Spiegel, über die schon sehr, sehr viel diskutiert wurde. Und wir hoffen, dass wir gleich noch mal ein bisschen draufspringen können, uns vor allen Dingen mal nicht nur die neue Nomenklatur hier anschauen können, sondern vor allen Dingen, was sich in der Kabine tatsächlich getan hat, weil wir dort doch die meisten Neuerungen haben und entsprechend gerade beim Verfeinerung beim Bedienkonzept nochmal haben, die sicherlich gerade für viele aktuelle 7R-Kunden nochmal sehr interessant sein werden. Hier nochmal die Heckansicht, sehen wir auch entsprechend, dass wir hier oben die neuen LED-Scheinwerfer dran haben und zum ersten Mal, was natürlich sehr, sehr lange fällig war, die LED-Rückleuchten bzw. tatsächlich auch die Blinker. Jetzt sind wir hier mal drauf, das ist jetzt kein 7R, sondern wir gehen mal auf den 8RX, weil die Kabine gerade frei ist. Wir sehen hier, wir hatten ja gerade den Vergleich zu den 7R und 8R, und da möchte ich kurz vorher darauf eingehen, dass wir die Auto-Power-Maschinen, die wir im kommenden Jahr ausliefern werden, auch mit dem bekannten Command Pro oder vom 6R bekannten Command Pro ausliefern werden. Weil wir aber hier auf dem Top-Modell sitzen, auf dem 8RX 410, das wir ausschließlich mit dem E23-Getriebe ausliefern, sehen wir auch hier eben das bekannte E23-Bedienmodul und eben nicht den Command Pro. Diesen Bildschirm hier oben, der in diesem Falle gerade ausgeschaltet ist, hierüber bedienen wir das komplette Entertainment-System, können auch hier mit Apple CarPlay oder dem Pendant von Android unser Handy komplett bedienen, sodass wir hier eben im vollen Zugriff auf alle Entertainment-Funktionen haben, die wir hier in der Maschine nutzen können. Ein Entertainment hat gar nicht mal so viel mit Elektronik zu tun. Wir hier einmal um bis zu 25 Grad nach links drehen. Der Command-Arm fährt derweil nach vorne, um eine Kollision mit dem Lenker zu vermeiden. Wenn wir jetzt hier rechts rüber gehen, bis zu 40 Grad, sehen wir hier 2 Stücke Eisen ummantelt für Gummi, Fußrasten für eine hervorragend bequeme Sitzposition und hervorragenden Blick auf die Anbaugeräte
nach hinten. Und jetzt die Frage, wie kriege ich die Teile auch in 7810 rein? Gibt es da ein Nachrüstset, was angeboten wird? Das wäre doch eine ideale Sache. Das wäre eine ideale Sache. Das Nachrüstset gibt es beim John Deere Vertriebspartner vor Ort. Ah, sehr gut. Da muss ich da mal nachfragen. Viele von euch kennen es ja schon, auch nichts groß Neues mehr, aber Fendt hat entsprechend ja die 900er Varios genauso überarbeitet wie auch den 1000er Vario. Das heißt in erster Linie das neue Design, eine richtig schicke Maschine, die dann halt entsprechend auch in einer leichteren Gewichtsklasse und weniger PS-Klasse als die 1000er Varios zur Verfügung steht. Also sicherlich sehr, sehr populär sein wird bei vielen von euch, die für einen Lohner fahren. Was vielleicht noch viel spannender ist, wir brauchen gar nicht hier unbedingt in die Kabine reingucken, sondern schauen uns gleich mal ein neues Bedienkonzept bei Fendt an, was demnächst auch für die 700er Varios in den Markt kommen wird, also auch für die kleineren Schlepper. Das ist richtig interessant. Mittlerweile mal bei der Kabine vom neuen 700er angekommen. Sehr interessant, was hier auch gerade erklärt wird, dass wir nicht nur quasi hier ein neues Display haben, auch ein Tacho-Display, was quasi komplett neu ist. Der Dreh- und Rückschalter wird euch sehr bekannt vorkommen, entsprechend von BMW. Und hier haben wir tatsächlich frei belegbare Tasten, die ich auch so programmieren kann, wie ich sie brauche. Also ein sehr interessantes neues Bedienkonzept, was entsprechend auch den kleineren Varios oder kleineren als den 900er zugutekommt. Von der anderen Seite reingefilmt, sieht man auch sehr schön die Knöpfe an der linken Seite des Joysticks entsprechend für die Schnellwahltasten wie Drehzahl und Tempomat. Und was auch sehr interessant ist, wir haben hier oben entsprechend in der Kabine auch noch ein weiteres Display, wo ich entsprechend weitere Funktionen drauflegen kann, was ich so rausfährt, dass es mich auch nicht stört, wenn ich es nicht brauche. Wir laufen jetzt hier gerade mal ein bisschen bei Case rum. Neben dem Maxum mit dem aktuellen Design, was ihr ja wahrscheinlich schon kennt, sind hier tatsächlich auch die neuen Case Puma da. Die haben jetzt quasi das Design, was auch angelehnt ist zu dem, was die Optum entsprechend vorher gehabt haben. Also die neue Motorhaube mit den neuen Lichtern, die ihr entsprechend dort seht. Und in der Leistungsklasse jetzt auch so zwischen 220 und 250 PS. Eine Maschine, die wir eventuell nächstes Jahr auch mal bei uns auf dem Betrieb testen könnten. Wir hatten ja dieses Jahr bzw. auch im letzten Jahr schon mal einen großen 6R, 6250R bzw. 6230R und könnte man natürlich auch mal schauen, wie diese fahren. Ich hatte nämlich ein paar Videos im Internet gesehen, ganz interessant, wo wir Zugvergleiche haben, quasi immer mit Anhängern berghoch und da performen entsprechend die Case mit den stufenlosen Getrieben extrem gut, auch verglichen mit den Johnnies und mit den Fendt. Das ist eine Beobachtung, die vielleicht nur in diesem Einzelfall ist, aber die ich mir gerne mal tatsächlich anschauen würde. Was mir bei den New Holland tatsächlich immer ganz gut gefällt, sind diese Blue Power Modelle. Das heißt, das sind die, die meistens nicht nur höher Leistungsklasse sind, sondern auch mal super Ausstattung haben. Und man erkennt die halt durch diese Lackierung. Auch die Überlegung, ob man nicht entsprechend mal schaut, was bei New Holland aktuell für Konditionen sind, sich da mal so einen Schlepper vorführen lässt und mal guckt, hier, das ist jetzt ein T7, aber wir haben hier beispielsweise so ein T6, 180 PS Autocommand, wäre eigentlich eine ganz interessante Alternative, mal so in dem Leistungsbereich vom 7810 bzw. auch 1455 was zu haben, ohne Frontlader, vielleicht auch mit Frontlader, das mal auszuprobieren. Gefällt mir eigentlich relativ gut, ist noch einigermaßen kompakt. Man hat die Möglichkeit, auch auf etwas außerhalb, sage ich mal, stufenlosen Getriebe zu gehen und sicherlich eine sehr vielseitige Maschine. Messe geht langsam zu Ende. Letzter Stand für heute ist Klaas. Gibt es hier irgendwas Schönes, was Cooles? Ich sehe ehrlich gesagt nicht viel Spannendes. Müssen wir mal gucken, ob wir auch hier mal für die nächste Saison für den Acker irgendwie vielleicht mal ein Axion oder auch ein Arion entsprechend nochmal bekommen. Grundsätzlich ja recht solide Technik mittlerweile. Vor ein paar Jahren war das ja anders. Aber damit verabschieden wir uns jetzt hier auch aus der Halle von der Messe und werden euch weiter in den nächsten Tagen auch über Instagram und Facebook noch auf dem Laufenden halten.